Das Wochenende vom 26. bis 29. August stand ganz im Zeichen der Mutterstadter Kerwe. Bereits am Freitag wurde im historischen Rathaus die Elvis Presley-Ausstellung mit dem Titel »Von der Pfalz bis Memphis« eröffnet. Weit über 100 Ausstellungsstücke von Elvis-Sammler und Top-Fan Robert Liebhardt aus Mutterstadt gaben Einblicke in das Leben des Rock'n'Rollers. Die Ausstellung, die vom historischen Verein Mutterstadt organisiert wurde, fand großes Interesse. Am Samstag um 19 Uhr eröffnete Bürgermeister Thorsten Lewer gemeinsam mit der ersten Beigeordneten Andrea Franz und dem Beigeordneten Klaus Lenz mit einem Fassbieranstich offiziell die Kerwe. Bei der Eröffnungsrede begrüßte der Bürgermeister die zahlreich erschienenen Gäste und bedankte sich bei den Vereinen und deren Helfer für die gelungene Organisation, bevor es Freibier für alle gab. Am Abend sorgte die Pushband mit Songs aus den 70ern bis heute für die gute Stimmung im Festzelt. Der verkaufsoffene Sonntag lud ab 13 Uhr zum Bummeln und Shoppen im Ortszentrum ein. Esma Schneider und ihr Team von Outfit Cool Clothing präsentierten bei einer Modenschau ab 15 Uhr wieder Mode für sie und ihn. Im Bereich Neustadter und Ludwigshafener Straße veranstaltete der Gewerbeverein Mutterstadt wieder eine Gewerbeausstellung mit Informationsständen, bei der sich die Mutterstadter Geschäftswelt präsentieren konnte. Zwei weitere Eyecatcher waren die Oldtimer-Ausstellung der Oldtimer-Freunde Darmstadt und Umgebung in der Ludwigshafener Straße sowie die Kunstausstellung auf dem Platz der Neuen Pforte. Die Oldtimer-Freunde präsentierten historische Traktoren, Landmaschinen und Motorräder und die Künstler zeigten Werke aus verschiedenen Kunstbereichen. Dreh- und Angelpunkt für die Kleinsten bis hin zu den Jugendlichen war über die gesamte Kerwe natürlich der Messplatz mit Karussells, Süßigkeiten und Spielangeboten. Eine Attraktion war sicherlich das Kettenkarussell. Am Montag stand traditionell das Radrennen im Mittelpunkt des Geschehens. Andreas Meyer aus Blüderhausen bei Waiblingen hat beim großen Preis der Zeller Recycling GmbH das 40. Mutterstadter Kerwe Rundstreckenrennen nach 55 Runden gewonnen. Der 39-jährige Schwabe setzte sich gleich nach dem Start auf dem 1,2 Kilometer langen Rundkurs ab und siegte vor seinem RSC Kempten Teamkollegen Moritz Augenstein. Das Allgäuer RSC Kempten Team war in Mutterstadt sehr stark vertreten und brachte vier Fahrer unter den ersten sechs ins Ziel. Sieger Andreas Meyer freute sich nach dem Rennen sehr. Einen besonderen Dank, dass die traditionellen Radrennen durchgeführt werden können, geht an die Sparkasse Vorderpfalz und an die Recyclingfirma Zeller GmbH in Mutterstadt. In der Klasse der Elite-Amateure, das von der Sparkasse Vorderpfalz sponsiert wurde, siegte Linus Scheitinger
vom RSV Rosenheim vor Paul Erhardt und Maxence Babinger aus Eckwersheim. Prominenteste Besucherin in Mutterstadt war Ute Enzenauer aus Ludwigshafen, die 1981 im Alter von nur 16 Jahren Straßenweltmeisterin beim Rennen in Prag wurde. Am Abend war Grandmalère im Festzelt angesagt, ohne Worte. Kutan Immobilien, meine Nummer 1. Ihr Makler in der Metropolregion. Kutan Immobilien.